Willkommen zurück zu einer neuen Folge Terraria. Wir sind heute in Folge Nummer 10. Endlich mal gezweistellig. Und ich habe offscreen ein bisschen geangelt und nachdem ich fertig war mit Angeln, ist direkt ein Blood Moon angefangen. Das heißt, den habe ich auch noch gemacht. Ich habe wieder versucht, das Item zu kriegen, hat leider nicht geklappt. Aber das Angeln war erfolgreich. Wir haben zwei neue Items. Die ich haben wollte, aus dem Ozean geangelt. Und zwar den Reaver Shark. Das ist eine Pickaxe, wie man hier sehen kann. Pickaxe macht 16 Schaden, ist also auch zum Kämpfen nicht so schlecht. Ist schnell, Fast Speed. Und er hat 100% Pickaxe-Power. Wir hatten vorher die, Platin-Pickaxe mit 59 Pickaxe-Power. Und wir können jetzt einfach mal gucken, wie schnell wir hier uns runterhacken. Das geht mega schnell. Okay, beim Dreck sieht man es nicht ganz so gut, weil der sowieso immer zwei Schläge braucht. Können wir nicht mal irgendwo hin, wo wir mehr oder weniger zwei Schläge brauchen? So Stein zum Beispiel. Stein geht damit richtig flott. Da brauchten wir sonst immer zwei Schläge, jetzt brauchen wir nur noch einen. Ist das geil? Das ist richtig nice. Dann wollen wir das auch nochmal eben aufbauen hier. Nee. So kann man richtig schnell hochbauen. Nice. So, und dann haben wir auch noch den Sawtooth Shark. Und das ist eine Axt. Mit 70% Axt-Power ist nicht die beste Axt, die man kriegen kann, aber ich liebe ihn einfach. Und weil wir den hatten, habe ich auch einfach mal nochmal neu Holz geholt. Hier schön einmal alles weggesägt, den ganzen Wald. Und ich demonstriere das natürlich auch nochmal, sägen wir hier drüben auch nochmal den Wald weg. Muss ja sein, ne? Jetzt können wir hier einfach so richtig schön ransägen. So. Alter, guck mal, wie schnell das geht, verglichen mit dem Scheißding, was wir davor hatten. Das Ding davor hat ja einfach gar nichts gemacht, ey, nichts. Und jetzt können wir richtig ausrasten mit unserem Sawtooth Shark. Die Ente fange ich mir auch gleich noch. Ist schon auf dem Radar. Ey, das ist so krass, wie schnell das Ding hier sägt. Es ist einfach nur der Wahnsinn. Zack, haben wir eine Ente. Nice. Na, dann sammeln wir uns den Schüssel ein. Und schon haben wir 800 Holz. Ey, vorher hatten wir gar nichts mehr, weil ich das alles rausgeworfen habe. So. Dann wollen wir nochmal neue Bäume pflanzen. Und dann habe ich überlegt, wollen wir den Boss vielleicht mal machen, oder? Den ersten Boss. Oder den ich zumindest als erstes mal probieren wollen würde. So. Na zack, direkt gewachsen. Nice. Schmetterling, komm her. Gott, sind wir langsam. Geht ja gar nicht klar. So, dann wollen wir nochmal schnell... Dich brauchen wir noch. 28. Nee. Was? Wir haben noch keine Ente. Voll. Du bist noch nicht voll. Aber du bist nicht die Ententruhe, oder? Bist du nicht die mit den Tieren? Ja. So. Da haben wir hier jetzt schön Tierchen und so drin. Genau. Dann wollen wir hier nochmal reinstacken. Wir haben auch wieder ein bisschen Geld wegen des Blood Moons. Der hat ordentlich Geld gedroppt. Und, ach, was weiß denn ich, was mache ich mit den Acorns? Die Bäume droppen mittlerweile so viele. Naja, wir legen die erstmal weg. Vielleicht kann man die ja irgendwann gebrauchen. Und, ja, um uns... Huch, was ist auf der... Ach, der Regenschirm ist auf der 8, genau. So, und um uns das Boss-Item zu craften, dann brauchen wir Linsen für... Pass auf, Lens. Suspicious Looking Eye, Consumable, Summons the Eye of Cthulhu. Und das The Eye of Cthulhu ist der erste Boss, den wir machen wollen. Dafür brauchen wir 6 Linsen. Und wir müssen das craften an einem Demon-Altar. Tja, wo war denn nochmal ein Demon-Altar? Muss ich nochmal kurz Lugi-Lugi machen. Achso, das ist unser Elevator. Jo. Ja, hier ist noch ein Crystal-Heart, ein Live-Crystal. Den können wir uns auch nochmal schnell holen. Oh, irgendwann hatten wir doch einen Demon-Altar gefunden. War das der hier? Crimson-Altar, genau.
Ja, dann machen wir das so. Wir gehen hier rein, holen uns den Crystal, fahren hier wieder weiter, hoch, zack, und dann. Genau, können wir den Boss heute machen. Wird auch langsam Nacht, es muss nämlich Nacht sein. Damit wir den besiegen können. So. Zap, zap. Was ist jetzt los hier? Ruckelt das etwa? Hör auf zu ruckeln, Spiel. So, wo war das denn? Hier oben? Nee. Na, irgendwo hier oben war das doch. Da ist er. Zack, mit einem Schlag. Alter, geil. Gleich fratzen, haben wir 200 Leben. Nice. So. 200 Leben. Und dann können wir mal rüberfahren zum Dschungel. Oh! Vehicular Manslaughter Achievement. Defeat an enemy by running it over with a minecart. Okay, stopp, 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 stopp. Wir sind zu weit gefahren. Jetzt muss ich nochmal kurz auf der Map gucken. Einfach über uns jetzt. Oh, was war das? Oh Mann, Bean. Da ist er, der gute Freund und Helfer. So, dann wollen wir uns gleich mal hier Ach. Like a boss. Achievement. Obtain a boss summoning item. Nice. Haben wir auch. Heute ist Achievement-Tag, oder was? Autsch. So, ist schon Nacht. Oh, shit. Nee, noch ist Tag. Dann schnell nach Hause. Können wir eigentlich eine... Ah, jetzt sind wir schon fast da. Sonst hätten wir eigentlich eine Potion nehmen können. Ah, jetzt sind wir ja quasi schon da. So, und wir bauen uns jetzt noch eine kleine schöne Plattform. Oh nee, jetzt ist noch ein Blood Moon. Lecco mio. Hatten wir doch gestern Nacht erst. Oh Mann. Naja, egal. Wir machen trotzdem den Boss. Ich brauche nur schon mal eine schöne Plattform dafür. Und dann können wir den gleich machen. Das sollte von der Länge her reichen. Alter, Dribbler, du droppst jetzt das Item, dann habe ich alles. Ah, schade. So, was passiert denn jetzt? Okay, er will einfach nicht. Wir leuchten einfach mal ein bisschen aus hier. Dann können wir nämlich auch den schönen Helm aufsetzen, damit wir 17 Defense haben. Das können wir auch mal nehmen. So, was gibt uns noch Defense? Irgendwer mit Defense noch? Nee, aber jetzt haben wir 21 Defense und rufen den Boss. Da ist er. Na, Kollege Barfuß. Aua, Mann. Die schmeißen wir richtig schön mit dem Boomerang ab. Hör auf, uns Damage zu machen. Machen wir ihm überhaupt Damage? Nicht so richtig viel, ne? Wie viel Leben hat er? 2800, wenn wir ihm schon 200 Schaden gemacht. Komm schon. Ich würde ja gerne mal das Schwert ausprobieren. Ah, das haut ihn wesentlich besser weg. Und er macht uns nicht so richtig viel Schaden. Hör auf, deine kleinen Augen zu summonen. Nice. Ja, komm her. Dich schnetzeln wir richtig weg jetzt, Freundchen. Komm runter. Geil. Haben wir die Hälfte runter. Jetzt kommt seine zweite Phase. Jetzt ist er ein bisschen aggressiver, macht glaube ich auch mehr Schaden.
Ist uns aber völlig egal. Ich glaube, er hat weniger Defense jetzt. Der Boomerang macht deutlich mehr Schaden als vorhin. Friss den Boomerang. Komm, jetzt geh down. Komm, geh down. Nice! Wir haben ihn down gemacht. Eye on you. Defeat the Eye of Cthulhu. An ocular menace who only appears at night. Und er hat uns nur Code gedroppt. Naja. Schaffen wir den nochmal? Wir machen nochmal. Heute ist richtig Bosszeit. Komm her. Komm, wir müssen es schaffen, bevor es Tag wird. Das könnte eng werden, aber ist auch egal. Nein, wir brauchen nur ein paar Linsen, dann können wir das wieder neu craften. Der ist auf jeden Fall easy going mit der schönen Platin-Rüstung. Na los, komm her jetzt. Guck mal, der macht uns fast keinen Schaden. Wir können einfach in ihm stehen. Auf Expert-Mode übrigens dürften wir uns ungefähr gar nicht von ihm treffen lassen. Das würde uns sonst mega kaputt hauen. Und da fängt seine zweite Phase an. Alter, wir können ihn ja richtig downen, wenn er sich verwandelt. Na los, komm her. Stell dich hier hin. Du bist gleich down. Nice. Und tschüss, Freundchen. Ein Schlag noch oder zwei. Nice. Eye of Cthulhu kaputt gemacht. Und wir haben seine Maske gekriegt. Nice. Schaut mal, jetzt sehen wir aus wie er. Na gut, dann machen wir hier nochmal ein bisschen die Zombies kaputt. Gerade die Blood-Zombies wären wichtig. Ja, da ist der Drop. Alter, was haben wir für ein Glück heute. Das ist ja die beste Folge aller Zeiten, ey. Er hat den Drop gedroppt, den wir haben wollen. Alter Verwalter. Der 150. Zombie gekillt, na klar. Leute, ich habe keinen Bock auf euch. Haut ab. Alter, wie krass. Wie fucking krass. Wir haben fertig geangelt. Oh, ist das geil, ey. Nice, 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 nice. Oh, dein Bruder war so nett zu mir. Komm her, drop mir noch eine Linse. Ich kann noch ein paar Mal das Auge von Cthulhu machen. Ist nicht verkehrt für uns. Und zwar, pass auf, der Drop, den wir gekriegt haben. Ich schließe uns mal kurz hier ein. So. Der Drop, den wir gerade gekriegt haben, ist der sogenannte Money Trow. Das ist der hier. Summon the Flying Piggy Bank to store your item. Alter, hat jemand gerade von euch die Tür aufgemacht? Ab, Alter, das ist meine Tür, die bleibt zu. Summon the Flying Piggy Bank. Alter, und das ist das eigentliche Achter-Item. Passt auf, jetzt können wir einfach hier, zack, fliegt hier eine Piggy Bank für uns. Und da können wir einfach immer wieder was reinballern. Das ist doch gar nicht die. Das ist doch gar nicht unsere Piggy Bank. Junge, lass die Tür zu. Assi. Ich kann hier doch das Zombie-Banner hinhängen, dann kann er die doch nicht mehr aufmachen, oder? So. Ah, jetzt haben wir die Piggybank auf. Genau, dann haben wir einfach eine Piggybank für unterwegs. Ey, das ist so unendlich geil. So unendlich geil. Und wir können mal gucken, ob wir noch ein paar Linsen zusammengefarmt kriegen. Ich wette, da droppt jetzt noch einer das, ey. Wenn wir noch eine Linse kriegen, können wir uns nochmal ein weiteres Cthulhu-Beschwörungs-Item machen. Wir hätten den glatt noch ein drittes Mal geschafft heute, aber man muss ja auch nicht übertreiben, ne? Ja, mit der Rüstung sind die Zombies überhaupt gar kein Problem mehr. Die machen wir einfach easygoing platt. Aufpassen, dass unser Händler nicht wegstirbt. Ja, wir sind mittlerweile echt stark. Verglichen mit dem, was wir am Anfang hatten. So, jetzt schwebt da unsere Piggybank. Wir sagen aber, wir wollen nochmal unser Geld weglegen. Beschwören wir hier hin. Quickstack, fertig.
einfach so geil für unterwegs und man braucht keine Plattform, sonst brauchen wir ja eine Plattform, um die Piggybank aufstellen zu können. Brauchen wir alles nicht mehr. Hey, Dribbler, du lässt mein Frohlegen in Ruhe. Den Wyatt, unseren Guide. Komm schon, gib mir noch eine verdammte Linse hier irgendwo im Auge. Kann doch wohl nicht sein. Nice. Hier müssen noch Campfire hin übrigens. Das fehlt noch. Und eine Uhr brauchen wir auch noch. Ob wir dafür genug Platin haben mittlerweile für eine Uhr? Ich glaube ja. Wir können uns gleich mal eine Uhr craften. Eine schöne Uhr. Komm, du droppst jetzt eine Linse. Nice, da hat er uns eine Linse. Eine Linse. Das reicht. Jetzt habe ich keine Lust mehr auf euch. Ah, auf dich habe ich immer Lust. Also nur weil du so den Money Throw droppen kannst. Und das ist einfach so ein geiles Item. Es ist so unendlich gut. Zack, reingestackt und nice. Könnt ihr jetzt mal aufhören, hier alles zu bedrohen? So. 7 sogar. Oh, geil. Packen wir mal weg. Wir haben ja noch ein paar davon. Und ich glaube, in der Folgenpause muss ich echt mal den Kistenraum vorbereiten. Die Banner hänge ich hier übrigens alle auf, einfach. Ah, da ist es. Denn die sorgen dafür, dass wir kriegen ja den Buff dann, dass wir die Gegner leichter besiegen können. Wir sind gerade gut gegen Zombies. Ich glaube, gegen Blattzombies noch nicht. Da haben wir noch keine 50 von erledigt. Aber sonst gegen so ziemlich alles, was hier jetzt auftaucht während des Blood Moons. Und dann haben wir hier nochmal Healing Potions. Die wollen wir auch noch. So, Crimson Seeds, geil. Geil. Oh, wir haben richtig nice Drops gekriegt. Mann, Leute. Lasst uns doch mal in Ruhe hier. Ist doch kacke, ist das doch, was ihr hier macht. So, jetzt könnt ihr hier nicht mehr rein, ne? Und ist gerade Tag geworden? Instant? Mega hell auf einmal. Heilige Scheiße. Okay, 2 Campfire bitte. 1, 2. So. Den Helm wieder hier hinpacken. So. Können wir, ich würde sagen, in der nächsten Nacht versuchen wir mal den nächsten Boss. Das machen wir aber auch erst in der nächsten Folge. Oh ja, wir machen jetzt richtig schön Bosse hintereinander weg. Campfire und Campfire. Haben wir dann immer den Campfire-Buff hier auf der ganzen Plattform? Ja, ne? Sehr schön. Sehr, sehr schön. Autsch. So, dann, ich weiß schon, was wir jetzt machen. Wir schnappen uns unser Rob, unser Seil hier. Und dann klettern wir nochmal Richtung Himmel. Und wenn wir dann auf der vernünftigen Höhe sind. Nice. So ungefähr auf dieser Höhe hier. Dann bauen wir uns einfach mal mit dem Seil nach links. Das dauert ein bisschen lang, ne? Nee, ist mir zu nervig. Machen wir doch nicht. Auch kacke aus. Wir bauen das ab.
Und dann bereite ich mal den Thronraum auf Screen vor. Genau, ich bereite den Thronraum einmal auf Screen vor. Alter, du Mistvieh. Hau ab jetzt. Die machen immer noch ordentlich Schaden, die Säue. So, ich bereite den Thronraum offscreen vor. Und dann habe ich das alles schön sortiert in der nächsten Folge. Und dann können wir uns aufmachen zum nächsten Boss. Nice. Ich freue mich schon. Ich weiß noch nicht genau, welchen wir als nächstes machen. Müssen wir mal schauen. Kann auch sein, dass es sich spontan ändert, weil der eine Boss kommt bei einem... Der kommt nur zu bestimmten Zeiten sozusagen. Und wenn die Zeit dann gerade ist, dann machen wir den natürlich. Ist ja klar. Ich glaube, beschwören kann man den auch, aber das ist mega teuer, ey. Das können wir uns wahrscheinlich nicht leisten. Geronimo! Ah, ist gut so ein Regenschirm, ne? Dann bis zum nächsten Mal. Ciao!